Da liegt die für Blasch Kramer, der umspielt Lindner, aber trifft das Tor nicht. Die mit Abstand beste Chance bislang im St. Jakob Park für den FC Zürich. Marquesano, überraschende Variante, nächster Schussversuch aus der zweiten Reihe von Cemaili. Der will es offensichtlich wissen. Jetzt wird Pululu lanciert. Pai-Team Kasami lässt durch für Cabral. Und der Nachschuss dann auch nicht drin von Kasami. Erste Glanztat von Yannick Brecher. Dann Arthur Cabral hat Platz, um abzuziehen. Aufsetzer ist gefährlich für Brecher. Ball ist immer noch heiß. Und dann klärt Lasse Sobich haarscharf vor Afimiko Pululu. Nigerianer extrem antrittsschnell. Tosin für Marquesano. Jetzt läuft was in Basel. Perfekter Konter der Zürcher. Auch das ein richtiger Entscheid von Sandro Scherer. Jetzt die Großchance für den FC Zürich. Für Blasch. Kramer. Sehr stark auch im Stellungsspiel. Schegrova, der Schuss ist gut. Noch besser die Parade von Yannick Brecher. Bei einem 4:2-Sieg gegen den FC Sion. Kramer lauert wieder in der Mitte und der Ball ist im Tor. 1:0 für den FC Zürich. Direktschuss von Cemaili, wieder drin. 2:0. Diesmal trifft Lasse Sobich. Arthur Cabral für Schegrova. Der kommt da leicht ins Straucheln. Wieder Cabral, Tor! Der Anschlusstreffer für den FCB. Und wieder der Ball im Tor. 3:1 für den FC Zürich. Nathan trifft diesmal. Und umspielt Team Klose. Nyonto kommt zu Fall. Es gibt Penalty für den FC Zürich. Und jetzt kommt es knüppeldick für den FCB. Marquesano im Duell mit Lindner. Marquesano trifft 4:1 für den FC Zürich.